Liebe Kolleginnen und Kollegen, das größte Problem der Arbeitgeber, das sind wir. Und das zeigen wir denen auch heute. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es macht mich stolz. Und ich finde, das heute ist das richtige Signal in Richtung Arbeitgeber. Jetzt müssen die 1,2% kommen. Wir fordern, so weit weg entfernt, so wird das nichts. So wird das nichts. Wir fordern Prozente und der Arbeitgeber versucht sich, mit einer Einmalzahlung aus der Tarifrunde rauszukaufen. Das, liebe Kolleginnen und Kollegen, riecht nach Streik. Das riecht nach Streik. Wir lassen die Löhne und Gehälter nicht einfrieren. Das wird definitiv in dieser Tarifrunde nicht passieren. Ein Einfrieren der Löhne und Gehälter, das lassen wir nicht zu. Starkes. Mit solchen Provokationen zweifelt man unsere Kampfstärke an. Wir, liebe Kolleginnen und Kollegen, sind stark und das zeigen wir denn heute ganz genau. Wir sind stark und entschlossen, unsere Forderung nach 8,2% in dieser Tarifrunde durchzusetzen. Wenn der Arbeitgeber den Konflikt haben will, dann, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann soll er ihn auch bekommen. Wir sind dazu bereit. Wir werden, wenn es sein muss, den Konflikt in die Betriebe tragen. Da, wo es den Arbeitgeber richtig wehtut. Anscheinend hat der Arbeitgeber immer noch nicht verstanden, was wir wollen. Ich glaube, das ist jetzt der richtige Zeitpunkt, dem Arbeitgeber klar und deutlich zu sagen, was wir wollen. Was fordern wir? 8,2! Was fordern wir? 8,2! Was fordern wir? 8,2! So, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, diese Botschaft können Sie nicht überhört haben. Historischen Gewinnen stehen historische Inflationsraten gegenüber. Und daher sage ich dem Arbeitgeber, unsere Forderungen sind nicht unverschämt, unsere Forderungen sind gerechtfertigt. Unsere Forderungen sind verantwortungsvoll. Sie sind verdammt nochmal notwendig. Wir brauchen es für uns und unsere Familien. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Preise gehen durch die Decke. Wem sage ich das? Energiekosten gestiegen um 30%. Gaspreise gestiegen um 50% und die Ölpreise um 100%. Einkaufswagen werden immer teurer, also Einkauf wird immer teurer und unsere Einkaufswagen immer leerer. Tanken, um zur Arbeit zu kommen, reißt riesige Löcher in unsere Portemonnaies. Wer, liebe Kolleginnen und Kollegen, soll das bezahlen? Wir können das nicht bezahlen. Wir wollen das nicht bezahlen. Jetzt muss der Arbeitgeber kommen und uns eine ordentliche Erhöhung der Einkommen geben. Vergütung, all die ganzen Rechnungen bezahlen. Das reicht vorne und hinten nicht. Deswegen haben unsere Auszubildenden, genauso wie wir, die 8,2% verdient. Wir werden gemeinsam mit euch für eine Entgelterhöhung kämpfen. Seid ihr dabei? Jetzt nochmal zurück zu dem Thema Respekt, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Wir haben zwei schwere Jahre, Corona-Krisenjahre hinter uns gebracht. Und daher ist auch unsere Forderung nicht nur eine Frage der Anerkennung und Wertschätzung. Wer hat in den letzten zwei Jahren dieses Unternehmen nach vorne gebracht, die ganze Karre aus dem Dreck gezogen? Das waren ihr, das waren wir, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir haben das hingekriegt. Arbeiten unter schwierigsten Bedingungen, im Betrieb, von zu Hause, mit Maske und Abstand und ständig die Angst und die Sorge, sich anzustecken. Und die letzte Corona-Tarifrunde, da haben wir Verantwortung übernommen und voll und ganz auf Beschäftigungssicherung gesetzt. Jetzt gibt es aber keinen Grund mehr für Zurückhaltung. Jetzt muss damit Schluss sein. Wir brauchen eine Entgelterhöhung.